unangenehme Sachen erlebt, weil die gefahren sind, wie und wo sie wollen. Ja, ich gut, meine, das ich mache stimmt. es teilweise selber auch so. Nein, Ja, würde ich nie tun. unangenehmer Radfahrer, du. Nee, aber. Radfahrerin? Ja, aber es muss halt echt nicht sein, weil wenn es dann welche gibt, die sehen, oh, da vorne kann ich ja jetzt abbiegen, drücke ich mich mal durch oder sowas. Ja, das ist Weiß schon es nicht. richtig. Aber grundlegend in Großstädten finde ich das schon gar nicht schlecht, weil in Münster zum Beispiel, ne, Fahrradstadt Münster, da wäre das schon ganz sinnvoll, weil da staut es sich tatsächlich schon auf den Fahrradwegen an Hauptstraßen mit roten Ampeln. Ja, das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen irgendwo. Ja, das habe ich einmal Nee. gesehen, als ich in Münster war. Ja Waren wir gut, beim für Münster an sich wäre es zum Beispiel intelligent, aber Ja. jetzt für den Rest der Nation. Auch doch hier für Bonn zum Beispiel auch. Jetzt aber durch die und Köln auch, durch die Universitäten haben wir natürlich auch viele Radfahrer, besonders im innerstädtischen Bereich, dann morgens und nachmittags im Berufsverkehr. Da ist das schon ganz sinnvoll. Wo ist denn der Ich Andi jetzt ungefähr? komme! Immer Aha. mit der Ruhe! Das Erscheinen Ich habe ihn reicht. noch nicht in der Sag mal nicht, willst Taktliste. du dich betteln oder? Wieso zeigt er dir den Stinkefinger oder was? Nein. Er schreibt immer ein Y mehr als ich. Ach so, Beeil ja, dich ja Moment. Eins, schon. zwei, drei, vier. Manu! Ich drück jetzt mal so ein So. bisschen auf das Gaspedal. Ost. Ich mache das jetzt mal wie die Programmierer, was sie als allererstes lernen. Paste und Copy. Alter Nee. 4. Nein. Hello World. Daumen entfernen. Ah. Print Hello World, bitte. So viel Zeit muss sein. Ja, ich habe es damals mit C++ noch Hello World. Okay. Ich hatte nicht Print Hello World, ich hatte Hello World. Nein, Print ist ja der Befehl, damit das angezeigt wird. Aber nicht, wenn du in C++. Ja, C++ kenne ich jetzt nicht. Ich habe ja noch auf Basic gelernt. Ah. Ja gut, das ist was völlig anderes. So, wann kommt denn der Andi hier mal? Lasst Ich habe ihn noch euch nicht in der Taktliste. überraschen! Lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis. Der fährt jetzt nicht den direkten Weg, der fährt jetzt über La Rochelle, schön gepflegt an uns Nee, vorbei. der fährt über Poco. Domäne. Der Einrichtungsmarkt. Nein, bei Poco Domäne, dem Superwohnmarkt. Superwohnmarkt, nicht Und dann haben die Einrichtung. sich von Domäne getrennt, ist nur Poco. Oh. Ja. Das Arschloch hupt ja gar nicht zurück. Ja. Gibt's doch gar nicht, doch bei Roller. Komm ich, heize! Dieser Chat ist schon wieder so Banane. Ja. Obwohl im Chat ist es eigentlich recht ruhig, ne, wenn ich das so sehe. Die haben alle keinen Bock mehr, die wissen, dass wir unterwegs sind. I'm a News-Tante. Ihr seid wahrscheinlich schon alle Geier und habt bestimmt den Tab auf, ne? Ja. Und sobald du auftauchst, geben wir alle Vollgas. Nein, sobald der auftaucht, gehen wir offline. Sobald der auftaucht, stehen wir Ja. Und dann fährt er irgendeinem rein und überschlägt sich. Und wenn er Glück hat, kommt er drüben an der Brücke irgendwie zum Stehen. Ja, genau, Andi. Versuch doch mal mit deinem LKW über 5 Zugmaschinen zu springen. Immer, das ist. Sie brennt. Das ist nicht Kit. Nicht? Warum nicht? Ey, warum funktioniert meine Dampfe jetzt nicht mehr? Hallo, Akku kaputt. Akku. Akku Ist doch der Scheiß kaputt. jetzt. Ja, mach mal keinen Scheiß hier, kann doch nicht sein. Alter, ich kann doch nicht mal fahren hier. Ich wollte doch nur tanken gehen. Jetzt geht's Hab's du wieder. richtig? Oh, der Deckel hat einen Wackelkontakt, so ein Scheiß. Wolltest du mal tanken gehen? Wo bist du? Noch weit weg wahrscheinlich. Alter. Kannst du sagen, ne. ungefähr wo? Oh, ich glaube, ich habe die Tankstelle gerade gesehen. Ich heize. Meinst du, das dauert noch ein bisschen? Ja. Nein, dauert nicht lange. Maybe it takes Ich some höre das aus dem time. Hintergrund. Dauert nicht lange, hat sie gesagt. Bin bald wieder zu Hause, hat sie gesagt. 36 Stunden später mit Kind. Da ist er Gott jetzt. So, jetzt heiz ich hier raus. Mal Fernlicht an, ich sehe nichts. Ja. Gibt's aber mal richtig Feuer.
Ich will ins Bett. Lass doch mal deinen Trailer irgendwo stehen und. Nein! Nein! Den kannst du offscreen abholen. Ich will nicht extra Zeit einbauen. Jetzt aber geht's dir genauso wie mir. Nee, wir müssen keinen Zeitraffer einbauen. Das ist ja hier unterhaltsam. Das ist mal, jetzt unterhaltsam, aber scheiße, Chat. Aber guck mal, es ist doch schon ziemlich realitätsnah. Wir machen jetzt nach fast vier Stunden, bevor wir die vier Stunden Fahrzeit voll haben, machen wir unsere 45-minütige Pause. Genau. Ich heize. Sag mal, das fehlt eigentlich noch im ETS als Update, ne? Dass du Fahrerkarte und so einlegen musst. Schreib SCS doch an. Boah, Alter. Schreib die doch an. Mach mal Fahrerkarte. Mach mal Fahrerkarte. Das ist so schlecht, ja. Was macht ihr denn? Schreibt ihr immer noch im Chat? Ja. Ich sehe das gar nicht. Gami, schreib doch mal was. Ja, hab ich doch gerade. Ach so. Ach, das wird gar nicht die ganze Zeit angezeigt? Ja. Doch, eigentlich ja, oder nicht? Nein. Lalalalalala. Einsam über die Autobahn, keiner kommt mir entgegen. Heizen. Komm, sollen wir mal alle umdrehen, dem Andi geschlossen als Konvoi entgegenkommen? Genau, so drei schön, nebeneinander. Schön nebeneinander, genau. Ja, ach, da gehen auch vier nebeneinander. Ich fahr schon Bleifuß. Irgendjemand hat hier seinen Motor noch an, ne? Ja, damit der schnell weg kann, wenn ich komme. Ja, genau. Jetzt haben sie ihn alle aus. Aber der Nick hatte ja eine Motorfehlfunktion. Ob der gleich hier nochmal wegkommt? Ich habe auch Motorfehlfunktion. Ich habe ja vorhin repariert. Achso. Oh, wenn man hier draußen, in der Außenansicht, man hört den Wind. Man hört die Vögel zwitschern. Ja. Mayo rumquatschen. Das ist so ähnlich wie Vögel zwitschern. Ja, Vögel. Oh, oh, oh. Vogel zwitschern, meine ich doch. Guckst du auf Tab? Oh, gibst du Gas, Malek. Habt ihr gesagt, ich fahr Bleifuß. Tschüss. Tschüss. Herr Ohl. Hallo. Hallo, mein Schatz, warte. Nein. Weg da! Jetzt hab ich... Wie mach ich denn nochmal den Scheibenwischer aus? Ist halt Mensch! Ich wusste nicht mehr wohin, der kam links, da wollte ich rechts rüber. Da hab ich gesehen, oh, der zieht auch rechts rüber. Mit welcher Taste? Oh nee, ne? Den Scheibenwischer? Ah! Oh, leck mich, 98%! 100%! Doch! Wer hat jetzt wieder? Andi! Weil der Gundula vor mir stand, wa? Voll reingebrettert ist. Kannst du mein Motor geht gar nicht an. Okay, ich korrigiere. Stoff ist Juli. Ich glaube, er bringt das tatsächlich täglich, würde ich sagen. Der vom Unterhaltungswert so dünn ist wie Wassersuppe. Ja. Ist das Rauchige dran. Bonsch. Weißt du, da sind die selber schuld, wenn die sich dann nebeneinander stellen und lassen dann einen LKW keinen Platz. Oh. Vorsicht, ich stehe. Das sind ich wieder die, alles gut. Gekommen bin. Das sind die Chelbert. Hallo Niklas. Hallo. Meine Karre geht nicht mehr an. Das sind die Kälber. Warum sind die Kälber da dran schuld? Bleib mal kurz einen Moment stehen. Vielleicht kriegst du ihn dann wieder an. So. Hat bei mir nämlich auch gerade funktioniert. So schnell. Bitte nicht, Leute, ich hab keinen Bock mehr. Immer wenn Hermi mitfährt, dauern die Sessions doppelt so lang, ey. Da fahr ich halt nicht mehr dazu. Oh, ich hab ne Motorfehlfunktion. Die letzte Session war Hermi, glaube ich, nicht dabei und die ist hatten wir einen neuen Rekord geknackt. Ja, da haben Nick und GSG sich ja gepackt. Ich bin auf der linken Spur und der Abstand wird größer. Und ich roll. Ja, er rollt, aber der Motor springt halt einfach nicht an. Weißt du was? Ich lass mich jetzt abschleppen. Ich komme nach La Rochelle. Ja, okay, das liegt auf dem Weg. Wer ist jetzt gerade dran vorbeigefahren? Oh oh. Was haltet ihr, wenn wir da vorne an der Abfahrt warten? Ich bin dran vorbei. Da ist eine Mautstelle. Ja, dann warten wir an der Mautstelle. Hätte ich die Abfahrt nehmen sollen? Ja. Ja.
Ja. Okay, dann wende ich mal, auch wenn man das hier nicht soll. Ich bin so oft jetzt schon wieder in der Werkstatt, ich könnte... Ich kotzen! Ja, aber Andi, du siehst wenigstens mehr von Frankreich, als wir alle zusammen. Ja, weil... Ja, genau. Und auch öfter. Ja, außer das Einzige, Mario, was ich hier sehe, sind Werkstätte. Warte, hier können wir wieder parken. It's a parking area. Hallo. Aha. Oh, kann man hier hinten auch langfahren? So, oh, ne, kann man nicht. Ich kann hier parken. Fresh. I want to park with you. Oh. Then come on and park next to me. Mein LKW rollt noch. So ein Shit. Was? Shit? He is not able to park richtig. Oh, Motorfehlfunktion, das ist gut. Ja, hab ich auch. Nix, es passt nicht. Doch, yes, passt. Now it passes besser. You have to know that I'm the best English speaker in the world. Ja. Was machst du da, Nick? Auch ja, Mother Speakers ask me to translate their words into... Rein nach dem Motto, meine MKL ist auch an, meine Motorkontrolle leuchtet. Ach, Hermi, when you go in mir weiter on the Nerven, I put you in the gully and to the Deckel drauf. So that you never come back to the Tageslicht. Genau. You have it erfasst. Was macht ihr denn da? We don't know, was wir hier machen. Wir parken fresh am Juden. Ach so. You can also park neben uns. There is noch one Parkplatz frei. One Parkplatz? Das ist gut. I stelling mich never you. Never you, genau. Ja. Never. Alter, ich bin so auf, ich kann doch nicht mal eine Kurve nehmen. Gut. Ja, das Evening. Der Arsch weh. Ja, das ja, kannst du da weiter. Ich fahr noch ein Stückchen vor. Ja, schief. Now we are standing in a very beautiful Linie. Picture. Ah, jo, mach mal bitte ihr Licht an. My English is the best so, in the world. Bin ich mal gespannt, wann ich wieder auf euch stoße. Wortwörtlich, ne? Habe ich ein Fotoknips gemacht? Mach ich denn jetzt hier am besten das Foto? Die Ecke ist im Weg. Indem du etwas höher gehst. Mal schnell absägen. Aber das sieht dann kacke aus. Dann bist du selber schuld. Du bist kacke. Nein. Ich glaube, das weiß er. Ach, guck mal, da kommt der Gerd. Der packt uns jetzt zu. He is parking us zu. MAN, Mercedes. Scania, Mercedes. Waren wir eben auf der Autobahn rückwärts? Noch ein Mercedes. Oh. Ja, immer. Ande, ja. Das hier, denn? Also Leute, das hier ist kein Konvoi, das ist eine Katastrophe. Ja. Ich fahre hier nie wieder mit. Wieder beim Faschistenleben. Okay, tschüss. Also, meldet euch in den Kommentaren, wenn ihr das auch mal erleben wollt. Ich fahre wieder gerade raus. Nicht. Macht's nicht. Wie ihr jetzt aber miterleben wollt, nix da. Weil wir verlieren hier Mitfahrer. So, der Hermi will schon nicht mehr. Nein, hier kommt keiner. Ich könnte auch vergessen. Ja, ich hatte auch nicht vorzukommen. Ich hatte vorzukommen. Ihr seid noch aus der Autobahn oder wo seid ihr hin? Zeit. Hermi, seid froh bei der letzten Aufnahme. Nee, wir sind schon von der Autobahn runter. Ja, Hermi, die Aufnahme-Session davor, die war auch wunderbar chaotisch. Die eine Truppe von zwei, drei Leuten war in Oslo, der Rest war kurz vor Bergen. Ja. Ja, das ich wende schön. Einfach mal auf der Autobahn, damit ich euch folgen kann. Ich glaube, wir fahren das nächste Mal einfach von Hamburg nach München. Ne, wir fahren einfach nur von Köln. Schon innerhalb von zwei Stunden. Wir fahren nur von Köln nach Düsseldorf, das reicht. Wir fahren von Köln nach genau. Da ist das Unfallrisiko schon hoch genug. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum hat er sich verhakt oder was, die Fotze? Ich kann nicht mehr fahren! Ach, du kannst nicht mal fahren, ne? Das ist jetzt aber auch nichts Neues, nee, ne? Ich sag mir nicht, du hast dich wieder festgefahren. Nee, er kommt, er rollt! Wo bist du denn jetzt gerade? Keep rolling.